Hallo, wie versprochen, hier heute zurück an diesem Tag und wir machen selber Mascara. Ich habe die Mascara schon gemacht, ich habe sie nämlich schon drauf, daher weiß ich auch, dass das so krass einfach war, dass dieses Video wahrscheinlich sehr, sehr kurz wird. Aber seht selbst. Für unsere Mascara brauchen wir eine kleine Prise Speisestärke, einen gestrichenen Teelöffel ultra mikrofeine weiße Tonerde, einen gestrichenen Teelöffel Aktivkohle, einen halben gestrichenen Teelöffel Aloe Vera Gel oder auch Extrakt, einen Teelöffel Wasser und wir brauchen noch ein kleines Mascara-Bürstchen, dafür am besten die von einem aufgebrauchten Mascara wiederverwenden. Und jetzt kommen wir zur Herstellung. Dafür die Stärke, die Tonerde und die Aktivkohle mit einem Löffel vermischen, Aloe Vera Gel oder Extrakt dazu und Wasser einrühren, bis das Ganze so eine ja, leicht sämige, aber trotzdem gut rührbare Konsistenz hat und die ganze Mischung dann ein bisschen quellen lassen. Zur Verwendung und Haltbarkeit, die fertige Wimperntusche kann direkt aufgetragen werden. Die Farbe haftet vergleichbar mit konventioneller wasserlöslicher Tusche auf den Wimpern und lässt sich mit etwas Öl und Wasser super einfach wieder entfernen. Bei Zimmertemperatur ist die Wimperntusche unter normalen Umständen ca. 4 Wochen haltbar. Um sicherzugehen, dass sie nicht verdirbt, solltet ihr sie aber allerdings besser im Kühlschrank aufbewahren. Oder alternativ könnt ihr das Ganze auch einfrieren. Ich finde, die Wimperntusche lässt sich extrem gut auftragen. Also die fühlt sich ein bisschen gesünder für meine Wimpern an als konventionelle. Dadurch, dass da das Aloe Vera Gel mit drin ist, lässt sich das wirklich echt so ganz smooth auftragen. Und ich habe so das Gefühl, das klumpt nicht so dolle und pflegt meine Wimpern irgendwie auch ein bisschen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich super überrascht, wenn ich mir die Masse an sich auf meiner Wimpernbürste angucke, dass die echt original wie normale Wimperntusche aussieht. Also es ist schon überraschend, muss ich sagen. Ist zwar jetzt keine wasserfeste Mascara, aber ist doch super geil, dass man mit so wenig Mitteln so einfach dekorative Kosmetik machen kann, oder nicht? Also ich bin Fan. So, ich habe nicht zu viel versprochen. Ihr wisst jetzt, wie man Baby-Kinderleicht Mascara selber machen kann. Probiert es doch mal aus. Wenn ihr es ausprobiert habt, verlinkt uns vielleicht auch gerne mal. Ansonsten gebt dem Kanal gerne einen Daumen nach oben und geht raus in die Sonne!